applause, applause, applause. Give me that thing that I love. Put your hands up, make them touch. Give me that thing that I love. Put your hands up, make them touch. Hallihallo und ein herzliches Willkommen, meine Lieben, zurück bei Randall's Monday. Und ja, wir sind jetzt im Knast mit... Wieso? Okay. Wir fragen... Wie bist du denn eigentlich hier gelandet? Ach, ich sag ja, wir sind hier alle unschuldig. Monster. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Nichts, nichts. Weiß bloß nicht, wie ich mit all dem umgehen soll. Wie meinst du das? Naja, weißt du, ich wurde wegen Mordes eingesperrt. Wow, was hat er gemacht? Hat er dir was geklaut? Hat er dich mit Fisch vergiftet? Ich weiß nicht, Mann. Ist alles wie im Nebel. Ich habe eine Menge Macadamia-Schnaps-Intus gehabt. Und dann habe ich wohl den Typen mit meinen Klauen in Streifen geschnitten. Ah. Wer war denn der arme Bastard? Kenne ich den? Besser als die meisten. Oh Mann, du hast Matt geschreddert? Der Junge hat echt kein Glück mit rotierenden Klingen. Ich rede nicht von Matt, sondern von dir. Was? Okay, Charlie, jetzt machst du mir aber Angst. Beruhig dich, Alter. Ich will dich nicht bedrohen oder so. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich war sternhagelvoll. Ich weiß aber noch, dass ich den Typen zerstückelt habe. Und dass er's verdient hatte. Ich weiß nur, dass der genau so aussah wie du. Das ist sicher. Ich war sogar sicher, dass du das warst, bis ich dich hier reinkommen sah. Aber das sind ja eh alles alte Geschichten, stimmt's? Ja. Er will uns also eigentlich töten. Geil. Also, was macht man denn hier drin so zum Zeitvertreib? Tja, nicht viel. Ich gehe kaum aus meiner Zelle raus. Aber wenn du Unterhaltung brauchst, probier's auf dem Hof. Vielleicht gibt's einen Weitspuck-Wettbewerb. Oder frag die Schwestern, die stehen auf Party und so. Aber was ist das denn? Du gräbst hier einen Tunnel? Kommt drauf an. Willst du den benutzen? Tja, wäre gar nicht schlecht, ja. Weißt du, das Knastambiente bekommt mir nicht besonders gut. Also, wenn du mitkommen willst, geht das klar. Aber du musst es dir verdienen. Wenn du raus willst, kostet das was. Ich sagte ja schon, dass ich nicht dein Ersatz super... Ich sagte, das wird nicht nötig sein. Ich brauche einen Gefallen. Wenn du mir hilfst, verspreche ich dir, dass wir dich hier rauskriegen. Okay. Was genau brauchst du denn? Wird nicht einfach, das hier im Knast zu besorgen. Aber vielleicht kann dir ja noch jemand helfen. Na los, spuck's aus. Worum geht's? Okay, ich rede jetzt mal Klartext. Ich brauche Sprengstoff. Sprengstoff? Sehe ich wie MacGyver aus? Komm schon, Mann. Ich grab mir einen Tunnel mit meinen Adamantium-Klauen. Die Mauern sind marode, also ist das kein Problem. Aber ich komme jetzt zu Sektor 7 und das ist verstärkter Stahlbeton. Und dagegen kommen meine Klauen nicht an. Wo wir gerade bei deinen Klauen sind, wie hast du die denn überhaupt hier reingeschmuggelt? Ach das. Jeder Insasse darf einen Gegenstand behalten, der einen besonderen sentimentalen Wert für ihn hat. Solange er verspricht, niemanden damit umzulegen. Oh, schöne Regel. Ah, ja. Was hast du behalten? Ich? Naja, sieht aus wie ein scheiß Maßband. Ich hätte lieber die koreanische Konsole gehabt, die mit den Elektroschocks. Verstehe. Dann will ich dich mal nicht aufhalten. Besorg mir den Sprengstoff. Ach komm schon, Charlie. Wie soll ich denn hier im Knast Sprengstoff auftreiben? Da finde ich doch eher einen Playboy-Bunny. Kann sein. Aber wir sind nun mal im Knast und ich grab einen Tunnel mit meinen Klauen aus Adamantium. Und wenn ich etwas aus Comics gelernt habe, dann ist es, niemals aufzugeben. Naja, das sind Adamantium-Klauen plagieren. Hey, was willst du damit andeuten? Nichts, nichts. Nochmal zurück zu dem Sprengstoff. Eine Ahnung, wo ich am besten anfange? Tja, du könntest ihn selbst herstellen. Oder Sleazy kann dir helfen. Der kommt an alles mögliche Zeugs ran. Tut mir leid, aber als in der Schule C4 dran war, habe ich wohl gefehlt. Sei doch nicht so negativ. Ich weiß nicht. Frag einfach mal rum oder geh in die Bibliothek. Lern einfach mal was dazu, Randall. Lernen. Ich schau mal, was sich machen lässt. Okay, was haben wir hier denn alles? Ach du Scheiße, wir haben viel. Die Kissen sind alles andere als bequem, aber ich schätze, wir haben nichts Besseres verdient. Ich nehme nur den Bezug und lass das Kissen da. Die Kissen sind... Ich nehme nur den Bezug und lass das Kissen da.
Vielleicht können wir so eine Leiter machen. Nee, brauche ich nicht. Gemessen an den Umständen ignoriere ich lieber, was da draußen vor sich geht. Da komme ich nicht raus. Super, das ist echt stark. Oh Gott. Oh Gott. Gang B? Morty? Hallo. Bist du das? Was zum Geier machst du hier? Morty? Bist du das? Was machst du hier? Kein Scheiß? Wie das denn? Das glaube ich ja nicht. Weißt du was, Genosse Mortimer? Ich habe keine Ahnung, was das Gegrummel bedeuten soll. Hatte ich nie. Um ehrlich zu sein, fühlte sich das immer so an, als würde ich was nicht mitkriegen. Morty, du weißt, dass das mit uns beiden nie funktionieren konnte, oder? Wir stammen von komplett unterschiedlichen Welten. Nein, sag nichts. Mach's nicht schwerer für mich, als es eh schon ist. Gott, Morty, irgendwas... Oh Gott, der hat ja... Das sind mindestens 3 Schichten Dreck im Waschbecken. So passt wenigstens alles zum Rest der Einrichtung. Das noch als dreckig zu beschreiben, wäre untertrieben. Das fasse ich im Leben nicht an. Okay, dann haben wir hier einfach... Da komme ich nicht ran. Da fühlt sich wohl jemand im Dunkeln wohl. Okay, da rein können wir jetzt nicht. Das wird dich lehren, sich über mein Essen zu beschweren. Na super. Nee, brauche ich nicht. Wie bitte? Vergiss es, oder hast du das gerade nicht gesehen? Geil. Ich krieg ihn nicht mit bloßen Händen. Was für ein... Das Zeug könnte nicht ekliger aussehen. Okay, Gefangenenuniform. Glamour mit einpacken. Eine Gefangenenuniform. Sieht ziemlich alt aus. Können Sie mitnehmen? Wow, da ist eine Waschmitteltablette in einer der Taschen. Waschmitteltablette, okay. Ein Glas mit Loch. Nur ein Glas. Mit dem Loch drin. Wir müssen ja erstmal wieder alles einsammeln. Das sind mindestens 3 Schichten. Ich habe schon lange nicht mehr nachgesehen, was in der Schüssel gelandet ist. Schätze, ich bin erwachsen geworden. Sicher nicht. So, Fenster. Nee, brauche ich nicht. Okay, können wir dann hier unten auch entlang? Nein. Bau mal von links nach rechts an. Die Jungs gehen immer bei den Neulingen fischen. Und sie geben nicht auf, bis sie einen am Haken haben. Mit solchen Typen will ich lieber nichts zu tun haben.